Miau, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Cats are Liquid, denn es ist einfach viel zu heiß und ich fühle mich auch so, als wenn ich Liquid wäre. Es ist ein Jump'n'Run-Spiel, wie ihr schon seht. Wir werden diese Katze Kira nennen. Und was dieses Spiel so toll macht, ist, ja, okay, es ist eine Katze drin. Miau, miau, miau. Katzen sind ganz toll. Und die sieht auch sehr, sehr witzig aus. Aber das Tolle ist, ich habe das eben schon mal angetestet, diese Katze kann sich einfach zu Liquid machen und dann passt sie überall rein und wird dadurch auch schneller und das ist richtig witzig. Also jetzt ohne Witz, dieses Spiel hat mir eben in den ersten zwei Leveln richtig viel Spaß gemacht. Dementsprechend kenne ich die jetzt natürlich auch schon. Whee! Und man kann hier immer alles mitnehmen. Und ja, ich fand es so witzig, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte und euch das zeigen wollte. Das hier ist übrigens ein Checkpoint. Deswegen, wir gehen jetzt mal ganz schnell die ersten zwei Level nochmal durch. Und sehen dann weiter, ob es hier noch ganz viele tolle neue Sachen gibt. Aber diese Mechanik fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. So, guck, das war schon Nummer 1. Und hier haben wir jetzt nämlich ein böses, böses, orangenes Dreieck. Und wenn man das berührt... Aua! Dann meckert unsere Katze, die wir übrigens Kira nennen. Weil meine Katze in echt heißt auch Kira. Die ist zwar schwarz, aber ist ja fast dasselbe. Schwarz-weiß, da ist ja einfach nur dieser komische Filter drauf, nicht wahr? Dieser Interpolationsfilter oder sowas? Hä? Wieso kann ich die Dinger hier nicht mitnehmen? Was ist das denn für ein Bullshit? Dann passt das. Und ja, mit der kleinen Kira muss man hier durch die Welt durch und Jump'n'Run. Ich habe auch schon gesehen, in den Einstellungen, es gibt später anscheinend auch noch irgendwie ein Partner, der einem behilflich sein kann. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir bis dahin kommen. Ich hoffe mal. Was ist der beste Partner für eine Katze? Eigentlich ja, keine Ahnung, entweder eine Maus, die spielen ja sehr gerne mit Mäusen, wenn sie mal eine fangen, oder allgemein mit irgendwelchen lebenden Tierchen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht eine Spinne ist. Obwohl ich mir das wahrscheinlich nicht so gut vorstellen kann für dieses Spiel, aber an sich mögen Katzen, glaube ich, auch jede Art von Insekt, weil sie die richtig gerne jagen. Also so ist das auf jeden Fall bei meiner echten Katze. Die läuft immer allen möglichen Kram hinterher. Kein Insekt ist sicher hier im Haus. Gar keins. Alle werden sie vernichtet von meiner Katze. Finde ich zum einen gut, zum anderen aber nicht so gut, weil wenn sie dann durchs Haus rumläuft... Oh Gott, ich sterb hier. Dann... Huch, okay. Bis hierhin habe ich gespielt. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Zum anderen finde ich das aber auch nicht so gut, wenn sie durchs Haus läuft, weil... Oh, die hat dadurch auch schon einige Sachen einfach kaputt gemacht. Einige Vasen umgeschmissen, einige Lampen umgeschmissen. Sie hat mein Greenscreen schon kaputt gemacht. Sie hat... Ah! Was richtig doof ist, jetzt bei der Hitze, einfach den Schlauch, das habe ich heute gemerkt, sie hat einfach den Schlauch von meiner Klimaanlage kaputt gemacht. Richtig behindert, also da sind ganz viele Schnittwunden drin. Aber ihr sei verziehen, musste ich das halt alles abkleben. Ist vollkommen in Ordnung. Soweit das Spiel auf jeden Fall. Ich habe das übrigens aus dem Itch.io-Bundle für irgendwas mit Racial Gleichness und, also auf jeden Fall Black Lives Matters, dieser Kram. Da gab es ein Bundle für... mindestens 5 Dollar, die man da gespendet hat, damit die da ihre Demos machen können und so. Und da waren halt irgendwie 1700 Spiele drin. Da habe ich mir jetzt ein paar rausgeschrieben und eins davon war genau dieses, wo man eine kleine Katze spielt. Heißt, in nächster Zeit werden wahrscheinlich noch mal ein paar häufiger Let's Tests ankommen. Toll, oder? Also, ja, ich glaube, ich habe mit 20 Spiele davon rausgeschrieben. Da ist sehr viel Crap dabei. Aber für den guten Zweck kann man das ruhig mal machen. Vor allem, ich habe halt wirklich nur 5 Dollar gegeben, weil ich ein knausiger alter Dizzy bin, der kein Geld hat. Aber immerhin, besser als gar nichts. Und ja, hab dafür schön 20 Spiele bekommen. Wer sich jetzt fragt, wie viel kostet dieses Spiel denn? Es gibt das zum einen nicht bei Steam, also da könnt ihr es nicht kaufen. Ihr könnt auf deren Webseite gehen von den Entwicklern, da könnt ihr es dann für 1 Euro oder mehr kaufen. Oder aber, das ist auch anscheinend ein Handyspiel. Auf jeden Fall gibt es einen App Store, ich glaube in beiden, sowohl von Apple als auch von Android, gibt es das Spiel tatsächlich umsonst. Also zumindest im Apple Store. Finde ich sehr, sehr schön. Hat 90 Level das Spiel, das habe ich schon rausbekommen. Dementsprechend neuen Welten. Wir sind hier noch in Welt 1. Und es macht wirklich Spaß, einfach als Liquid hier rumzududdeln. Ich hoffe, das kommt im Video auch so rüber. Das macht wirklich ultra fun, weil man so mega schnell ist, wenn man Liquid ist. Ich wäre auch gerne Liquid. Ich wäre auch gerne eine Katze. Ich wäre beides gerne. Wo wir schon von Katzen sprechen. Habt ihr, ich weiß, ich habe das neulich schon mal angesprochen. Oh, gibt es irgendwas Neues? She looked at the small orange rectangle going back and forth in the hole. Okay. Tut mir das auch weh? Nee. Oh, ich kann die kaputt machen, wenn ich drauf baller. Das ist ja mega gut. It disappeared when she jumped on it. Ja. Nein, ey, warte. Warte, ich will dich kaputt machen. Ja. Jetzt kommt hier noch ein Mario-Aspekt rein. Alles verdichten. Verdichten ist immer gut. Ich weiß übrigens nicht, ob mir das was bringt, wenn ich diese komischen Dinger mitnehme. Oh, nee, jetzt sterbe ich doch schon wieder. Aber ich nehme die einfach mal mit.
Also sie heilen mich zumindest nicht. Okay, ich muss dich vernichten. Du bist ein Prey. Oh mein Gott. Ich frage mich ja auch, wie Katzen so die Welt sehen, weil die jagen ja wirklich alles, egal was sich bewegt. Also man muss nur irgendwie irgendwas bewegen. Und meine Katze springt da dann sofort drauf an und will das jagen und alles mögliche. Also die muss die Welt ja sehen wie so ein Kind, glaube ich. Und das ihr ganzes Leben lang aber. Oh mein Gott! Ich meine, die sieht bestimmt einfach nur so einen Spielkameraden da drin, wenn irgendwie eine Spinne im Zimmer ist oder sowas. Nein, ich bin das erste Mal echt gestorben. Unfassbar. Ein Glück sind wir Liquid und schnell wieder da. Habt ihr diese PS5? Ist das die PS5 oder ist das die PS4? Alter, wir können das Ding bewegen. Ultra gut, jetzt ohne Witz. Also dafür, dass es umsonst ist und so. Krasser Scheiß. Da wurde nämlich Stray vorgestellt, beziehungsweise so ein Trailer davon. Man weiß noch nicht so ganz genau, was da abgeht. Und das dauert wohl auch noch, bis das rauskommt. Aber Stray ist ein Spiel, wo man tatsächlich mal wieder eine Katze spielt. Und es gibt viel zu wenig Spiele, wo man eine Katze spielt. Ich bin für eine Petition, dass es mehr Spiele geben sollte, in denen man Katzen spielt. Wie seht ihr das, Leute? Ja. Und das kommt auf jeden Fall auch noch für PC raus. Und ich werde es mir dann auch kaufen. Ja, mal gucken, ob ich dann ein Let's Play zu mache. Ich werde auf jeden Fall ein Let's Test zu machen. Könnt ihr euch drauf freuen. Aber ich glaube, das kommt erst so 2022 für den PC. Also ein bisschen unnötig, dass ich es jetzt anspreche. Ich glaube, das ist noch nicht mal fertig entwickelt und sowas. Und kommt dann erst 2021 für PlayStation 4 raus. Danke für das Ding. Und ja, 2022 dann wahrscheinlich für PC. This room was a little bit weird, as it only went horizontally. Horizontal ist nur nach rechts, ne? Ah, aber lass mich doch in Ruhe. Okay, wir speedrun hier durch. Ich glaube, das ist auch ein richtig cooles Spiel für Speedruns, oder? Also so, ja, so ein Minispiel halt. Ich glaube, da kann man richtig cool mit flexen, wenn man das schnell drauf hat. Ich versuche immer so schnell... Nee, okay. Ich muss alles vernichten. Vernichtung ist wichtiger, als hier schnell durchzukommen. Okay, alles, nein. Alles cool, hoffentlich kommt nochmal ein Checkpoint, dann könnte ich mir die heilen. Yay! Muss ich die Dinger mitnehmen? Warte mal, ich habe eine Idee. Wir nehmen diese ganzen Dinger mit und jetzt komm mit, du kleiner Ball. Mach alles kaputt vor mir. Maybe the next room would only go vertically as soon as she entered the room. Ja! Das ist tatsächlich so. Jetzt geht's die ganze Zeit nur bergauf. Ja, und so geht das dann jetzt die ganze Zeit. Ist halt ein Jump'n'Run. Ohne richtige Story, aber sie bemühen sich zumindest. Kann man auf jeden Fall mal so nebenbei spielen. Vor allem auf dem Handy. Ja, ich weiß gar nicht, ob das auf dem Handy jetzt so cool ist. Mit dem Controller spielt sich das auf jeden Fall gerade sehr, sehr gut. Fühlt sich alles flüssig an. Fühlt sich nicht an wie ein Quap-Spiel. Obwohl es das mehr oder weniger ist. So ist our Jinx. We're jumping. Oh my goodness. Ich möchte aber gerne nochmal meinen Kompagnon sehen. Und es gibt auch Bomben und sowas. Ich habe das halt in den Controls gesehen. Das ist schon echt witzig. Lapp. Oh mein Gott, ist da irgendwas versteckt? Nee. Aber ein Glück bin ich Liquid. Blub. Okay, neue Spielmechanik. Why did you decide to stay in here? I don't know. Das sieht cool aus, oder? Wenn das alles so ein bisschen leuchtet. Das gefällt mir sehr gut. Also von der Ästhetik, ultra nice. Okay, keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin, ohne Leben zu verlieren. Eigentlich mag man ja so dunkle Level nicht, aber hier? Die spielen halt mit dem Licht. Das ist richtig cool. Oh nein, wo bin ich? Wo muss ich hin? Hier unten. Okay. Und die Musik hat sich auch verändert. Ist das jetzt die Welt 2? Dass hier alles dunkel ist? Nee. Hui. Ach man, warum ist das so funny? Miau, miau, miau. Oh, what's that? Sind wir jetzt Welt 2? Was passiert? Entwickle ich mich? Digitiere ich zu einem höheren Wesen? Aber ein höheres Wesen als eine Katze kann man doch gar nicht sein. Oh, ich kann mich noch bewegen. Hui. Liquid. What the fuck? Okay, es hat mich wieder freigelassen. Was ist passiert? Halte LB. Ah, ach so, weil wir Liquid sind. Wir können uns sowohl zum Liquid machen, also zu einer Flüssigkeit, als auch einfach verdampfen anscheinend. Das ist ja super gut. Was? Nani? Wir sind plötzlich Liquid. Wie? Oh, was ist das? Ah, was? Der macht einfach Gegner. Sag mir bloß, es gibt Bosse in diesem Spiel? Kann ich damit was machen? Ich möchte gerne in eine andere Dimension. Okay, geht anscheinend nicht, aber what the fuck ist das für ein Ding? Und was ist das? Hä? What the fuck geht hier ab? Was sind das? Hä, plötzlich leben die Sachen hier alle. Okay. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Hey, jetzt möchte ich wirklich mehr von dem Spiel wissen. Ob es hier noch coolere Sachen gibt als das.
Uah, wisst ihr, was dem Spiel fehlt? Irgendwie Sachen so richtig zum Einsammeln. Also diese blauen Dinger hier, ist schon mal ganz gut, dass man die einsammeln kann. Aber irgendwie müsste das halt irgendwo nochmal angezeigt werden. Du hast jetzt so und so viele Dinger eingesammelt und dann vielleicht, dass man von diesen blauen Dingern einfach sich Hüte kaufen kann. Wie wär's damit? Hüte machen jedes Spiel besser. Also wäre ich Spieleentwickler, ich würde Hüte in mein Spiel einbauen. Oder was denkt ihr, Leute? Wie findet ihr das Spiel allgemein? Ich find's tatsächlich sehr witzig. Wir werden jetzt mal ein bisschen schneller durchgehen und nochmal gucken, ob in späteren Leveln vielleicht noch irgendwas Krasseres auf uns wartet. Oh mein Gott, lass mich los! Das Ding lässt mich nicht los! What the fuck war das denn? Oh, es gibt Bouncer! Guckt euch das an! Das bounced einen weg! Boing, boing, boing. Ach man! Okay, es wird voll cool jetzt irgendwie, je weiter man kommt. Also in jeder Welt gibt es auf jeden Fall neue Sachen. Hier sind jetzt die Bouncer zum Beispiel auch neu. Oh mein Gott. Also das Spiel hat noch einiges zu bieten, wie es aussieht. Oh mein Gott, nein, bitte lass mich in Ruhe, ich will nicht rumbouncen. Oh, wieder irgendwas Neues? Ah, lol. Okay, das pusht dann einfach in eine Richtung. Oh mein Gott, da wird man dann noch richtig schnell. Oh, geil, ey. Oh, fuck. Okay, das Spiel wird immer besser und besser. Also, kacke. An sich langt das jetzt schon für einen Let's Test. Weiß ich nicht, soll ich da ein ganzes Let's Play zu machen? Alle Level einmal zeigen, weil an sich macht das echt Spaß. Und ich habe gerade die Bedenken, dass wenn ich jetzt nicht bald aufhöre, dass ich das dann in einem Rutsch einfach durchspiele. Oh Mann. Ich würde sagen, wir machen noch dieses Level hier kurz zu Ende. Und dann könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr dieses Spiel findet. Ich finde es sehr, sehr witzig tatsächlich. Das ist eine witzige Idee. Ich mag so Indie-Spiele sowieso sehr gerne. Dass man einfach eine Katze spielt, gibt natürlich nochmal extra Pluspunkte. Hui! Und ich mag das sowieso, dass immer dieses Gefühl von Speed, das ist ein sehr tolles Gefühl. Oh Gott. Und das hat man hier sehr, sehr gut. Gut, aber ich würde sagen, das wäre es dann mit diesem Let's Test gewesen. Ihr könnt das ja gerne mal selber ausprobieren. Einfach Cats are Liquid im App Store eingeben. Sollte, wie gesagt, umsonst sein. Und dann könnt ihr es selber spielen. Hab jetzt leider nicht rausbekommen, wer mein Kompagnon hier ist. Der kommt wahrscheinlich erst in Welt 5 oder sowas. Aber ich bin auf jeden Fall... Also ich mag das Spiel sehr gerne. Und ja, jetzt fängt es auch noch an zu regnen draußen. Mit diesem Tod würde ich sagen, was dann ist dann mit diesem Let's Test? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich meine, miau!